Grüezi und gute Nacht miteinander. Anziehen Adventures, neue Episode. Let's go! Freunde, mitten in der sternenklaren Nacht, mitten in der Schweiz, ich weiß nicht genau, wo wir sind, beginnen wir die Episode heute Unseen Adventures. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Berghotel, wo wir die erste Nacht verbringen werden und morgen früh zu einer mega geilen Hängebrücke fahren werden. Das ist die Gomes Bridge, ich glaube 92 Meter hoch. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Lover von Höhen. Ich habe kein Problem mit Höhen, aber das könnte ein bisschen was aufregend werden. Der erste Punkt heute, die Fahrt zu dem Hotel hoch, das ist ein Berghotel, soll aufregend sein und steinig und schräg. Mal gucken, was uns erwartet. Ich würde sagen, mal schauen, was wird. Also irgendwie geht es hier schon los. Aber ich bin guter Dinge, dass wir heute tatsächlich sternenklare Nacht haben, oder? Das heißt, eventuell reden wir von Sternen. Ja, ich kann mich erinnern. Einmal müssen wir Sterne einfangen, ja. Einmal müssen wir es schaffen. Volker Pass. Burgerpass! Ja, tagsüber ist das so eine schöne Landschaft hier eigentlich. Man kann es nur leicht erahnen, wie es tagsüber aussehen würde. Ich kann aber was versuchen, guck mal. Es ist ein bisschen schöner als vorher. Pinkelpause. Pinkelpause? Man sieht die Milchstraße von hier aus. Ach du Scheiße. Gott. Ja, stimmt, man kann die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen. Man kann sie mit bloßem Auge sehen. Ach du Heilige. Okay. Wir können zumindest ein Foto mit der Cam machen, ja, und dann können das wir machen das wir zeigen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja unser Money Shot. Ich. Also das wäre auf jeden Fall früh in der Episode, Fall. Aber. Jetzt gerade, wo du sagst, glaube ich sogar. Wir nehmen, was wir kriegen können. Okay, einmal Licht aus. Mhm. Okay. Und? Ach du Heilige. Sag mal. Jo, okay. Ja, krass. Ey, man sieht die Milchstraße so schön. Ja gut, dann lass uns mit dem Bronco probieren, oder? Ich würde sagen, ja, wir probieren es. Okay, weil wir dürfen ja nur den Bronco. Oh, nein. Oh mein Gott. Zum Glück nur hast du einen Filter drauf. Ich bin ein und oh mein Gott. Einfach umgekippt, oder was? Ja. Okay, geht die Cam noch? Sie geht noch. Ja, dann vielleicht eventuell einmal so hinstellen, dass sie nicht mehr nach vorne ballert. Das ist ja eventuell ganz Sherlock. Geil. Okay. So. Drück aufs Knöpfchen. Yo! Direkt über der Milchstraße. Alter, endlich, ey, letztes Mal so abgekackt bei unserer letzten Sternaktion. Ich habe einen Money Shot. Zwar ein weirder Ablauf in dieser Folge, aber auf jeden Fall trotzdem schon mal geil, dass wir den Cast haben. Das heißt, jetzt geht's weiter zum Hotel und guck mal, ob wir jetzt nach der Stunde, die wir hier vergeudet haben, ins Hotel kommen, oder? Richtig. Ja, aber hat sich gelohnt. Ja. Schön, dass wir bei Jörg gelernt haben. Beide Hände ans Lenkrad und schon ist die Straße dir. Ich glaube, wir sind gleich da. Noch ein Stück. Jetzt geht's ab ins Bett, morgen wieder in der aller Herrgottsfrüh. Raus. Aber Hängebrücke wird auch geil, glaube ich. Dann bis morgen. Wakey, wakey. 6.15 Uhr. Let's go auf the Hängebridge. Zeig mal, wie klein deine Augen sind. Oh ja, sehr klein. Guten Morgen. Jetzt geht's zur Hängebrücke. Es ist richtig kalt, ey. Da müsste es eigentlich irgendwo sein, ne? So. Und jetzt gehen wir auf das Ding drauf. Ich muss sagen, es sieht schon nicht ganz so ohne aus. Sieht sehr viel mit aus, das ist richtig. Hast du Höhenangst? Das werden wir jetzt herausfinden. Ui. Uiuiuiuiuiui. Okay, das ist schon tief. Dann rauf. Oha. Oh, okay. Warte. Guck mal, wenn du hier so machst. Hör auf, no swing.
No swinging? Ich bin aber generell nicht so der Fan von Swingern, also alles gut. Wow! Alter, da brauchst du richtig Nerven für, Alter. Okay, also ich glaube, auf Video sieht das absolut gerade erbärmlich aus, aber es ist schon wirklich... Oh mein Gott. Okay, das swingt ordentlich. Ich höre einen Wasserfall. Alter! Hörst du es quietschen? Ja, was soll passieren? Man kann es auf der Cam gar nicht mal so erkennen, wie tief es eigentlich ist. Wir können ein paar Drone-Aufnahmen reinziehen, ja, oder? Ja, let's go. Drone it. Ich glaube, das ist hier der perfekte Moment, die Folge Unseen Adventures zu beenden. Heute ist auch wieder was passiert, gerade mit dem sternenklaren Nachthimmel und mit diesem unfassbar schönen Money Shot. Es ist wieder eine Geschichte, die das Leben schreibt. Ja, man fährt per Zufall, weil man den Zug nicht bekommen hat, über den Furka Pass und kommt auf einmal unter der Milchstraße an. Das sind die Geschichten, genau die Geschichten, die wir schreiben wollen. Und einen besseren Ort, glaube ich, um die Folge heute zu beenden, gibt es nicht. Deswegen, Freunde, liked, subscribed. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.